Marseille, die zweitgrößte Stadt Frankreichs. Mehr als 850.000 Menschen leben hier, direkt am Mittelmeer. La Grande Bleue, das große Blaue, wie man in Frankreich sagt. Es ist das Revier von Lionel Franck, genannt Loulou, einem der ambitioniertesten Klippenspringer. Kopfüber stürzt er sich hinab. Der Engelssprung. Aus 30 Metern Höhe. Das ist Weltrekord, den er nun selbst übertreffen will. Loulou träumt davon, über Marseille zu fliegen. Mit 45 Jahren ist Loulou in körperlicher Bestform. Sommers wie winters springt er zweimal pro Woche, egal bei welcher Wassertemperatur. Seit seiner Kindheit zieht es ihn auf immer höhere Klippen. Und er hat sich ein neues Ziel gesetzt, ein noch viel gefährlicheres. Einen Kopfsprung aus 35 Metern Höhe im Hafen von Marseille. Ein riskanter Sprung. Er träumt davon, mit ausgebreiteten Armen über Marseille zu fliegen. Also im Hafen von Marseille will ich von einem Kran springen. Wenn wir die Genehmigung bekommen, versteht sich. Das ist alles noch nicht sicher. Aber das wäre wirklich was. Ein 35-Meter-Kran, das Wasser 8 Meter tief. Dann noch 50.000, 60.000 Zuschauer, irre. Klippenspringen ist ein extrem gefährlicher Sport. Loulou überlässt nichts dem Zufall. Er wählt jeden Sprungplatz sorgfältig aus. Vor allem die Wassertiefe muss stimmen. Direkt vor dem Absprung wirft er einige Steine in die Tiefe. Mit ihrer Hilfe kann er die Dauer des Flugs einschätzen, aber auch Fische vertreiben, die ihn verletzen könnten, wenn sein Körper mit dem Kopf zuerst ins Wasser eintaucht. Hier und da hat sich Loulou eigens Absprungflächen eingerichtet, die sicheren Tritt geben. Ins Wasser zu springen ist etwas, das alle jungen Leute an der Küste tun. Egal ob in Marseille, Cassis oder anderswo. Nur, dass man hier mehr Möglichkeiten hat als an der Côte Bleue oder an der Côte d'Azur, wo es nur Strände gibt. Daher ist das hier tatsächlich ein wenig der Spielplatz für alle jungen Marseiller im Alter von 8 bis 25 Jahren und sogar älter. Ein riskantes Spiel. Rund um Cassis, wo Loulou meist springt, kommt es durchschnittlich einmal pro Jahr zu einem tödlichen Unfall. Mit über 100 Stundenkilometern ins Wasser zu stürzen, ist sehr gefährlich. Man kann sich das Genick, den Hals brechen, sofort querschnittsgelähmt im Rollstuhl enden. Der Fall erzeugt eine Geschwindigkeit und das Wasser unten muss diese Energie absorbieren. Das nennt man den Impact, also Aufprall. Anders als man oft denkt, taucht man umso weniger tief ins Wasser ein, je größer die Höhe ist, aus der man springt. Eben wegen dieses Impacts. Der Schmerz beim Aufschlag ist anders, als man glauben könnte. Es kommt nicht von der Wasseroberfläche, sondern weil man diese unmittelbare Bremsaktion an der Körperoberfläche ertragen muss. Wenn ich aus 30 Metern Höhe springe, brauche ich 3 Meter Wassertiefe. Ich schlage mit 115 km/h auf die Oberfläche auf. Und schon eine halbe Sekunde später bin ich bei 0 km/h. Eine irre Bremsung. 14 Mal stärker als mein Gewicht. Das ist die Gefahr. Bei der Bremsung, nicht beim Aufprall auf die Oberfläche. Je schneller der Körper abgebremst wird, desto größer ist das Verletzungsrisiko. Verliert man das Bewusstsein, ertrinkt man, wenn niemand sofort zu Hilfe eilt. Es ist Nacht geworden im alten Hafen von Marseille. Das erleuchtete Riesenrad wartet immer noch darauf, dass Loulou nebenan seinen großen Sprung antritt. Doch inzwischen ist die Entscheidung gefallen. Es sind schlechte Nachrichten. Wir haben gestern für den großen Sprung aus 35 Metern, den wir im Hafen vorgesehen hatten, die Antwort erhalten. Und leider haben die Organisatoren, die Verantwortlichen für Maurice Pour-la-Vie, von den Marseiller Behörden eine Absage einstecken müssen. Begründung Sicherheit. Aus Gründen, die ich verstehen kann. Es führt zu einem Menschenauflauf im Hafen. Das ist immer riskant.
Aber ich bin trotzdem super enttäuscht. Aber letztlich, ich bin gesund. Es geht mir gut. Naja, schade. Wir werden versuchen, einen anderen Hafen zu finden. Oder eine andere Zeit. Es ist noch in meinem Kopf. Wir werden es machen. Wenn nicht dieses Jahr, dann eben nächstes oder ein anderes Mal. Aber ich werde nicht aufgeben. Wenige Tage später will er zumindest aus 30 Metern springen. Immerhin so hoch wie ein 10-stöckiges Gebäude. Das wird spannend. In weniger als einer Stunde wird es richtig spannend. Alles gut, mein Spatz? Ja, und bei dir? Gut. Die ganze Sicherheitsmannschaft ist da. Notarzt und erfahrene Rettungskräfte. Allesamt Spezialisten für Seenotrettung. Lulu und Lisette? Lisette? Lisette. Lisette an Lulu? Okay, höre. Schwimmbadstimmung. Kein Windzug, glattes Meer, gute Sicht, kein Wind am Boden. Es kann losgehen. Okay. Eine Minute. Okay. Wenn ich okay sage, bleiben wirklich 30 Sekunden. Die Zeit, in der ich korrekt auf der Steinplatte meine Füße positioniere. Mich vergewissere, dass meine Beine richtig gerade sind. Dass ich mein Becken anspanne, mich in die richtige Position bringe, den Sprung austariere. All das in 30 Sekunden. Ein Gleitflug. Die Rechnung heute Abend geht auf mich. Nun, jetzt ist es vollbracht. Ein schöner Flug. Ich hatte ein wenig Angst da oben. Aber okay. Klippenspringer. Den Kopf noch bei seiner letzten Heldentat. Und der Körper schon bereit, wieder aufzubrechen. Immer höher.